Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, auf meinem Kanal und mit einer weiteren Folge Dark Souls 3. So. Letztes Mal haben wir ja die blöden Hexen hier getötet, die echt wirklich fies sind. Machen jetzt zwar nicht so... Okay, im Endeffekt machen sie schon den Schaden, weil die eigentlich die ganze Energie wegziehen. Und das ist dann eigentlich scheiße, weil wenn man von anderen Gegnern einen Hit bekommt, ist man eigentlich sofort down. So, dann schauen wir mal, wo es jetzt weitergeht. Boah, das scheiß Geplärre, das regt mir jetzt noch auf. Das ist auch schon wieder so ein komisches, ekliges, missgebildetes... Vieh. Aber die haben eigentlich jetzt mal auch nichts getan. Okay, jetzt... Meine Fresse, was ist denn das? Boah. Also das Gegnerdesign, das ist wirklich... Wie soll ich sagen? Eigentlich ist es hässlich, aber richtig geil gemacht. Wirklich geil gemacht. So, da ist wieder so ein scheiß Käfig. Hüpfen wir gleich so mal weg. Ekliges Vieh. Okay, irgendwas habe ich gerade aufgeweckt. Oh. Warte mal, vielleicht können wir den da durch die Wand hauen. Nee, geht nicht. Okay. Ruhe und Puff. Einfach Loot. Loot, 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 Loot. Okay, da hinten ist eine Tür, die wird wahrscheinlich wieder verschlossen sein. Ah. Ist auch wieder blöd gemacht mit dem da hinten. Weil eigentlich musste dem Ding hinterher rennen. Aber ich glaube, ich renne da in mein Verderben. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier hin und probiere diese blöde Tür zu öffnen. War klar. Aber. Ich würde sagen, scheißegal. Angriff. Boah. Ich will Loot haben, Loot! Okay, jetzt weiß ich ja, was vorher so rumgeschrien hat. Oh, Schnauze halten. Einfach nur Schnauze halten. Da ist noch einer drin. Wahrscheinlich, wenn ich den Käfig jetzt aufmache, dann wird er mich sofort angreifen. Komm raus. Komm raus und kämpf wie ein Mann. Ja, weißt du schon, du bist kein Mann. Bist irgendwas Hässliches. Irgendwas Hässliches. Hat nicht mal Loot gegeben. Kein Loot. So, wo geht's jetzt hier hin? Hier ist auf jeden Fall schon mal offen. Habe ich hier aufgemacht? Nee, ich habe ihn nicht aufgemacht. Boah, wo sind wir denn jetzt? Meine Fresse, was ist denn das alles hier? Heimerknochen. Ah, mir wäre eigentlich irgend so ein Leuchtfeuer lieber, Leute. So. Wie kommt man denn da oben hin? Das würde ich gerne mal wissen. So, was bist du? Wahrscheinlich wieder irgend so ein Elite-Vieh. Wo nicht schlimm aussieht, aber schlimm Aua macht. Boah, wo kommst du denn her? Mensch, was seid ihr denn? Oh, Schnauze. Bam, bam. Wo ist der denn jetzt hergekommen, Leute? Das möchte ich mal wissen. Ist der wieder irgendwo hochgeklettert hier?
Mann, 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 Mann. Die hast du bestimmt hier irgendwo an der Seite wieder irgendwo rumgehangen. Mann, ich habe bloß noch zwei Estos. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie wahrscheinlich gleich ein Boss kommen wird. Oh Mann, 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 ist das schon wieder krass. Was ist denn das? Bitte. Komm, Schnauze. Einfach Schnauze halten. Mann, wie kommen denn hier? Also Glück halt nicht so viel aus. Ich muss auf meine Energie schauen ein bisschen. Alter Schwede. Okay, hier geht's auf jeden Fall runter. Hier gehen wir jetzt mal runter, vielleicht ist es irgendwie ein Shortcut. Shortcut, bitte, lass es ein Shortcut sein. Lass es ein Shortcut sein. Oh mein Gott. What the hell is that? Okay, Leute, warum? Warum kann ich hier eine Tür öffnen? Wo geht's denn hier lang? Wo geht es denn hier lang? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Der scheiß Riesen macht mir bestimmt platt, wenn ich hier. Na, den Riesen mache ich jetzt nochmal nicht. Nee, den lasse ich jetzt nochmal. Ist mir zu gefährlich. Das ist mir jetzt ein bisschen zu gefährlich. Jetzt ziehen wir mal hier oben weiter. Schauen wir mal, was die blöde Tussi da vorne noch macht. Oh. Arschrecken, du machst erstmal gar nichts mehr. Was ist denn das jetzt schon wieder? Gibt's denn irgendwas? Wie eine versteckte Mauer oder so. Soll ich runterspringen? Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwo was gibt, wo man reingehen kann. Okay, hier geht's auch runter. Boah, wo geht's denn hier lang, ey? Hier ist eine Tür, kann man die einhauen? Na, kann man nicht. Hier geht's auch runter. Oh, geht's zum Riesen runter, Mensch. Okay, das ist eine Mimik. Eine Mimik. Die mache ich jetzt nicht auf. Werde ich auch noch ein Tutorial machen und dann zeige ich auch, warum ich das erkenne, dass es eine Mimik ist. Kommt dann auch noch auf dem Kanal. So, okay, hier unten war ein Shortcut. Den haben wir aufgemacht. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier runter. Ich habe noch zwei Essos, ich bräuchte unbedingt ein Leuchtfeuer. Okay, egal. Okay, jetzt sind wir genau hier.
Jetzt sind wir genau hier. Hier geht's auch nicht weiter, oder? Geht's hier vielleicht weiter? Das ist ein Boss vielleicht, na. Okay, da geht's eine Leiter, da geht eine Leiter hoch. Ist aber auch, glaube ich, der einzige Weg, was wir jetzt gehen können. Weil, ganz ehrlich, ich gehe da jetzt nicht runter. Das mache ich erst, wenn ich mehr Estus habe. Okay, dann Ratten. Spitzhacke. Oh, und ist auch noch. Es ist alles verwinkelt hier, geil. Hammergeil ist das. Okay, das ist jetzt nicht geil. Ah, ich gebe ihm Leuchtfeuer einfach. Da wird gleich die Riesenmutti rauskommen hier. Da ist bestimmt Riesenmama irgendwo. Gehen wir hier lang. Oh, was ist denn das schon wieder? Mann, Mann, Mann. Geh jetzt lieber mal. Ich geh doch hier lang. Ist das ein Boss? Bossraum? Okay, Riesenmutti. Ah, zwei Riesenmuttis. Time for Estus? Na, no, noch nicht. Okay, einer Riesenmutti Hammer. Die andere hören wir uns jetzt. Guck mal, vielleicht kommt es alleine. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, komm. Oh, komm, komm, komm. Oh, was ist das? Was ist das, Leute? Was ist denn das für ein Scheiß? Die haben doch jetzt hier rund durchgeglitscht. Boah, nervt es. Ewig weiten Weg jetzt gewesen. Jetzt kann ich den ganzen Scheißweg nochmal gehen. Mann. Mann, 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 Mann. Schaue ich aber, dass ich hier schnell wie möglich durchkomme, weil ich habe ja den Shortcut eigentlich schon frei. Ich habe keinen Bock, jetzt nochmal alles zu machen. So, das war ja hier lang, oder? Hier lang. Das haben wir nicht aufgekriegt. Oh, jetzt wäre ich komplett verlaufen. Okay, das war hier lang. War das hier lang? Warte mal. Mal gucken. Aber das müsste hier gewesen sein. Genau, das müsste hier gewesen sein. Estus. Bums. Und. Go, 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 go.
So, dann schauen wir mal. Irgendwo hängt jetzt hier wahrscheinlich einer, der uns ja vorher überrascht. Ich habe echt keinen Plan, wo der hergekommen sein soll. Oder hängt der hier hinten? Irgendwo hängt der mit Sicherheit. Okay, ich würde sagen, jetzt gehen wir trotzdem dahin. Schnauze halten. Ah, kommst du her? So, da lad sie. So, okay. Jetzt, wenn ich sage, jetzt müssten wir nicht da vorne durchrennen können. Oder können wir nicht gleich hier runterspringen? Springen wir hier runter. Genau, optimal. Ah, kann man ja hier nicht hoch. Mäh. Die Runterschwünge werde ich den bestimmt triggern. Wobei ich aber auch denke, okay, dann gehen wir hier nochmal hoch. Das hilft ja nicht, wa? Okay, ganz ruhig bleiben, Jungs. Okay, Schnauzer. So, ist jetzt Ruhe hier. So, komme ich jetzt hier richtig lang? Ja, okay. Estos, jupp. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier die blöden Rattenviecher hier, dass sie mich wieder irgendwo durchkicken. So komplett verbuggt. Boah. Noch eins. Ja. So, jetzt aber Ruhe. So, jetzt werde ich die Ratte hier gleich mal hier hoch pullen, wenn es geht. Komplett hier hoch. Wenn ich mich hier komplett. Boah, ey. Sehe ich wieder nichts hier. Boah! Komm hier weg! Ich komm hier nicht weg! Boah! Ja genau, geht zum Riesen runter. Nein! Ich wollte doch nicht runter! Ich wollte doch hier nicht runter! Oh, Mensch. Ich wollte hier nicht runter. Boah, du. Oh, du, komm her jetzt, du Vieh, du elendiges Mistvieh.
Und jetzt ist Ruhe im Puff. Boah, Mensch. Jetzt bin ich genau hier, wo ich nicht hin wollte. Wenn ich jetzt hier wahrscheinlich lang gehe, dann reißt der Riese hier die Ketten ab. Okay, Leute, wie es dann weitergeht mit dem Riesen und ob ich dann noch hochkomme, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. War ein bisschen chaotisch, aber das liebe ich eben an die Spiele. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.